Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Und damit ganz kurz herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Ich habe Arjan bei der Belagerung getötet, das hat sich so ergeben. Ich habe ihn verschont, er ist entkommen. Voltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der La Valette niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was kann ein Baron einem Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Vergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich habe Flotsam mit Vernon Roche verlassen. Ich bin zu Eowert gestoßen. Der hat mir geholfen. Entweder bin ich gerade zu blöd oder ich... Was machen wir hier gerade? Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Ich musste Triss retten. Ich habe Roche geholfen, Anais. Was ist denn hier los? Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Sie war eher eine alte Bekannte. Nicht so nah, dass ich sie betrauert hätte. Nah genug, dass ich weiß, dass sie es verdient hatte. Er glaubt, er allein wüsste, was gut und was böse ist. Und das gäbe ihm das Recht, Gerechtigkeit zu wirken.
So hat dein Kollege Leto von Guleta dich beschrieben. Recht präzise, würde ich sagen. Mein Kollege, euer Agent. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Diese Allianz ist tot. Ich habe Leto umgebracht. Ist die Allianz noch am Leben? Was ist aus Leto geworden? Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Wir sollten unterschreiben, dass wir die Wahrheit gesagt haben. Ich glaube, ich weiß nicht mal, was die Wahrheit ist. Ja, das sieht ja schick aus. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Alle Farben, sofern es schwarz ist. Wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ui. Kleide dich an und sprich mit dem Kämmerer. Unfassbar. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Der Punkt ist jetzt einfach mal der. Das wird wahrscheinlich mit Witcher, also mit den Vorgängern zu tun haben. Vestarium nicht. Es ist sehr... Hat das jetzt irgendwas beeinflusst, die an... Das wird sich wahrscheinlich noch alles herausstellen. Was sollen wir denn jetzt hiervon anziehen? Das hier in der Mitte ist am schwärzesten. Ach, wir können es doch aus allem wählen, oder was? Sehe ich so aus? Also das Handtuch lass mal an. Ziehen wir noch Schuhe an, so. So bin ich sehr zufrieden mit. Oder? Passt mir doch. Hier, komm, ja. Bin fertig. Ich glaube, der Herr vergisst etwas. Was denn? Ich glaube, der Herr vergisst etwas. Was habe ich denn vergessen? Menno. Nee, Alchemie nicht. Ja, ich glaube, das geht recht. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Etwas eng in der Taille, aber es wird gehen. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ja, es passt schon. Das ist das Dunkelste, was wir haben. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Ich will mich aber nicht verneigen. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her.
Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Rechtes Bein nach vorne, links Hand auf die Brust. Was? Rechtes, was? Nicht rechte Hand auf die Brust. Hände, das ist die linke Hand auf die Brust. Falsch, falsch. Doch falsch. Falsch. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Was, Kinn auf der Brust? Der Herr wird dies üben. Boah. Das ist absurd. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Hast du mal unseren Rücken gesehen, Freundchen? Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Nein. Mann, warum sollen wir uns vor irgendeinem Typen verneigen? In grimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morvut, em hier war em reis. Er macht's nicht richtig. Nö. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien namin wat gern wavort. So viele Monate an Folterszof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Warum ist? Ist. Ich habe schon das ist da unten gelesen. Sie ist zurück, ist das sicher? Warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, nicht Motivation. Wir tun es für Siri. Wir wollen sie in Sicherheit, aber wir brauchen natürlich auch Informationen. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin.
ob der jetzt mit uns schimpfen wird. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Empfangen werden. Und es ist Nachmittag. Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewar der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft des Fehlers. Ich bin Germa. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nö, eigentlich nicht, aber was machen die hier? Ich verlange. Beruhige dich. Der Kaiser verlangt Ruhe. Wer stört, den erwarten harte Strafen wie Grabstunden. Annehmen. Was reden die denn hier alle? Jetzt aber mal gut hier. Arian wart gern. Vakelm. Esekliti? Den Brevenga? Das sieht wieder nur nach Mörder aus. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Es klingt aber alles irgendwie wie skandinavisch, finde ich. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers. Natürlich, immer die Kirche. Yennefer. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emyrs Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Jetzt sind es also schon unsere Agenten. Ja, ganz erwachsen. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo wurde Ciri denn gesehen? Was will die wilde Jagd von Ciri? Wir müssen sie finden. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben.
Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Zeit zum Aufbruch. Warum hast du mich nicht früher kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Quest aktualisiert, kaiserliche Audienz. Charaktereintrag hinzugefügt, Triss Merigold. Das ist der Teleporter. Was für eine Frau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, damit ist diese Folge jetzt eigentlich auch schon wieder beendet. Das war jetzt irgendwie trotzdem interessant. Also war ja Story, eigentlich nur Story relevant alles. Wir mussten ja nichts anderes machen, außer Gespräche führen. Aber die Bilder und auch diese interessanten Gespräche und es hat das schon alles mega interessant gemacht und aufregend und irgendwie bin ich jetzt noch nicht mal irgendwie sauer darüber. Komm damit, wir wenigstens ein was gemacht haben. Yay, sind wir einmal gesprungen. Jedenfalls schauen wir mal, was wir da machen. Wir werden unsere Sachen erstmal jedenfalls wiederholen, weil, ja, so Bombe ist das jetzt nun auch wieder nicht. Auch wenn es Yennefer gefällt, in den anderen Klamotten habe ich mich deutlich wohler gefühlt. Und wir sollten dann wirklich mit dem Botschafter vielleicht reden, dass der vielleicht ein paar interessante Informationen hat. Aber wie gesagt, das alles dann in der nächsten Folge. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3.